Aloha, es ist wieder Zeit für Lufia 2, für die Ahnhöhle. Und zwar zum endgültigen Finale. Wir sind in der letzten bespielbaren wirklichen Ebene. Finden hier einen scheiß Dreizack. Komm her, dich mache ich fertig. Ja, ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Auf den Endboss. Endlich ist es soweit. Die Ahnenhöhle wird in diesem Video offiziell beendet. Und ich hoffe mal, dass mir jetzt kein Goldrache oder so noch plötzlich dazwischen kommt. Oh, scheiß doch auf Fokus, Mann. Och nö. Oh, wieso? Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Jetzt habe ich echt keine Lust mehr auf euch alle. Gut. Tasche. Heilsirup. Gut. Mit Level 70 gehen wir in den Endkampf. Ende der Ahnhöhle. Endlich. Endlich. Kannst du nur gut betonen. Und was haben wir? Ein Blob. Nie hätte ich gedacht, dass jemand den Gefahren trotzen würde und bis zu mir vordringen würde. Gib dich geschlagen, du blutiges Geschwür aus den Tiefen des Hades. Du Narr, ich bin der stärkste und älteste aller Blobs. Ich herrsche über diese Höhle. Ich bin dein letzter Herausforderer in dieser Höhle. Deine schwerste Prüfung, dein Ende. Kämpfen. So sei es denn. Auf in den Kampf, erbärmlicher Sterblicher. Ja, also keine Sorge, das Ding macht keinen Schaden. Der Meister. Alles, was wir tun müssen, ist ihn in 3 Runden zu besiegen. Und ich habe gerade was ganz Wichtiges vergessen, fällt mir auf. Moment, zurückspulen. Ja, so, tut mir leid. Vor lauter Aufregung habe ich vergessen, meine Leute hier auszurüsten. Ja, es ist besser, wenn Ger und Decker jetzt die Gardesklinge tragen. Ja, jetzt mach. So, jetzt geht's los. Also, wir greifen ihn natürlich mit Krakenschlag an, weil das geht natürlich ziemlich ab. Du machst einfach nur Furie. Und du, na, machst mal Himmelskraft oder so. Oder Abaddon. Also, man muss ihn in 3 Runden besiegt haben, ansonsten verpisst er sich und naja. Man hat den Kampf dann nicht gewonnen und bekommt dann nicht den Schlüssel als Belohnung. Aber mit Krakenschlag setzen wir ihm natürlich ziemlich zu. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat das Viech 10.000 Kraftpunkte. Und keine Zornattacke macht so viel wie Krakenschlag. Ja, das erinnert daran, wie wir Gardas in einer Runde besiegt haben, was? So. Jetzt müsste er schon ziemlich lädiert sein. Also ich kann eigentlich nichts mehr machen, außer anzugreifen. Und alles, was er macht, ist meine Kampfkraft wiederherstellen. Also in der ersten Runde meine Kraftpunkte und in der zweiten mein Mana und in der dritten macht er überhaupt nichts. Ziemlich verpixelt das Viech. So, jetzt ist die letzte Runde.
Jetzt muss er besiegt werden. Ansonsten haben wir gefailt. Aber es wird mir natürlich nicht passieren. Oder? Nein, natürlich nicht. Ja, wenn man Glück mit dem Damage hat und so, kann man es auch in zwei Runden schaffen. Wenn ich jetzt meine Zornpunkte aufgeladen hätte, also Sven, wenn er Zornpunkte gehabt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch in zwei Runden besiegen können. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich muss gestehen, du bist ein wahrer Krieger, deine Kraft ist einzig. Ich fühle mich geehrt, mich mit jemandem wie dir messen zu dürfen. Komm wieder, wann immer du willst. Wenn man ihn das erste Mal besiegt, bekommt man einen Schlüssel für... Ja, für ganz oben halt. So, und... Ja, das war's dann mit ihm. Damit wäre die Ahnhöhle geschafft. Aber es gibt noch einen zweiten Weg, ihn zu besiegen. Den will ich euch auch nicht vorenthalten. Also loaden wir mal schnell den State hier. Am besten das Kapselmonster wechseln. Ja, das kennen wir jetzt. Also, falls man es aus irgendeinem Grund nicht schaffen sollte, ihn direkt im Kampf zu besiegen, kann man sich auch selbst fertig machen. Und das führe ich jetzt mal vor. So. Ja, erst werden alle Kraftpunkte wiederhergestellt. Oh, das ist schon nicht schlecht an Damage. Jo, das sieht natürlich nicht gut aus dann für meine Leute. Was mache ich? Ja, ich greife mich mal selbst an. Also wie ihr seht, sich selbst zu töten ist ein wesentlich einfacherer Weg, als ihn zu besiegen. Ich muss gestehen, du bist ein wahrer Krieger. Deine Kraft ist einzig. Ja, ha. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich selbst umzubringen. Gut. Das war's dann und wir sind alle tot. Aber egal. Jo. Wir sind fertig damit hier. Ja, man kann wahrscheinlich noch so 2-3 Level vielleicht höher kommen. Oder, naja, sagen wir maximal bis auf Level 75, würde ich jetzt behaupten. Wenn man noch diese ganzen Drachen und so fertig macht. Aber Level 70 ist ja auch nicht schlecht. Gut, wir erinnern uns an Ebene U20, oder wo das war. Und zwar in die Gotteshand. Ja, doch nur der Siegreiche wird belohnt. Und das waren wir. Oh, du bist schon zurück? Hier sind deine Sachen, ich habe gut drauf aufgepasst. Kannst du nun hoch erhobenen Hauptes in die Stadt zurückkehren. Ja, dankeschön. Und mit dem Schlüssel, den ihr vom Meister kriegt, könnt ihr dann hier rein und diese Truhen hier plündern. Da war, glaube ich, ein Lichtjuwel drin, irgendwie noch ein Ring, glaube ich. Kann man mal nachgucken. Wo ist es denn? Ja, da, ich trage das schon. Dieses Lichtjuwel war da drin. Und Drachenring war da vielleicht auch drin, das weiß ich jetzt nicht. Und Glanzhelm. Ja, ich glaube, der Glanzhelm war da auch drin. Ja gut,
Wir sind fertig mit der Ahnenhöhle. Passt doch. Und wir können. Das wollte ich euch auch noch gezeigt haben. Hier sind alle Iris-Gegenstände, die ich hier bisher gesammelt habe. Toll, ihr habt das Iris-Schild gefunden. Dies kommt sofort in die Ausstellung. Und siehe da. Ihr habt alle Schätze der Iris mitgebracht. Ihr müsst die weltbesten Schatzsucher sein. Jo, jeden einzelnen Iris-Gegenstand gefunden. Den Ring, den Panzer, den Helm, den Schild, Schwert, Iris-Blob, Diadem, Krug, Stab und Juwel. Tja. Schon ein bisschen stolz auf diese Sammlung bin ich natürlich. Gut. Müssen wir uns ausruhen? Nö, müssen wir nicht. Ich speichere mal mein Spiel dann. Nicht, dass mir da irgendwas verloren geht hier. Sichern. So. Ja, mache ich mal mit dem hier unten weiter. Aber den hier kann ich natürlich auch abspeichern. Wow. 6 Stunden hat die interne Spieluhr hier mitgezählt, die ich in der Ahnenhöhle verbracht habe. So viel waren es natürlich nicht in Echtzeit, weil ich viel vorgespult habe, immer offscreen. Aber trotzdem, ist schon krass. Gut, wir rüsten uns aus. Und zwar... Ja, Guy kriegt die Gales-Klinge. Zum Mirin kann er behalten. Und das Goldauge. Selan, du bekommst... Ja, doch, das Silberauge. Phönixstab. Oder doch den Drachenspeer. Nee, hey, Phönixstab erhöht Intelligenz um 50. Das ist... Das will ich haben. Listrüstung nicht. So ein Ding hier eigentlich auch nicht. Der Kerl kriegt das Pfeizerschild. Na schade, der hat... Wo ist denn die Donnerachs hin? Egal, ich gebe ihm dann einfach mal die Mega-Axt. So, das ist okay so. Du bist auch okay. Mir fehlt noch eine Rüstung. Mir fehlt noch ein Schwert. Ich nehme nur das Hitzeschwert. Halte ich für besser als das Zenitschwert, weil viele Gegner feuerempfindlich sind. Riesenschild. Ah, was bekommst du denn für einen Ring? Oh, den Donnerring muss eigentlich Seeland tragen. Ach ne, die hat den Feuerring, gut. Muskelring, Wasserring. Ich gebe ihm jetzt mal den Wasserring. Dann soll er die Wasserzauber mal machen. Also gut, kaufen wir für sie dann noch eine Rüstung ein. Also, ich will nicht hier alle sofort mit den Ahnenhöhlensachen ausrüsten. Der Kerl trägt noch keine Rüstung. Doch, trägt er. Ich will jetzt nicht sofort jeden hier mit den ganzen Ahnenhöhlensachen ausrüsten. Ich will noch ein klein wenig Herausforderungen im Spiel behalten. Deswegen versuche ich die nicht ganz so overpowered zu machen, die Leute. Ich werde mir auch schlechtere Waffen kaufen dann wieder ab demnächst. Und ja, dann stürzen wir uns mal wieder zurück ins Abenteuer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.